Es geht weiter bei Lego Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht. Ihr seht, 33% sind freigespielt und wir gehen direkt ins Spiel, weil uns noch 67% fehlen. Im letzten Part habe ich nur ein paar Missionen erledigt, die aber auch immerhin schon 4 Goldsteine gebracht haben. Ne, 5 Goldsteine waren es, genau. Und ich habe dort auch einen neuen Planeten freigespielt gehabt. Wenn du immer noch Ruhm und Ehre suchst, such woanders. Mehr gibt's hier nicht. So, achtet wieder darauf, dass ihr diesen Steine oder Steinchen mal 4 aktiviert habt. Dann geht das Einsammeln auch schneller. Vor allem, wenn ihr hinterher einiges ausgeben müsst. Wir haben bis hier, in diesem Radius, alles soweit erledigt. Da fehlt nichts mehr. Jetzt habe ich gesagt, erledigen wir hier diese kleine Ecke erstmal in diesem Part. Und dann flitzen wir auch mal dahin. Ich aktiviere erstmal den hier. Schatten der ersten Ordnung erstrecken sich bis in die hintersten Winkel der Galaxie. Das sind dunkle Zeiten. Okay, Moment. Ich bin froh, dass die Karte sich jetzt in besten Händen befindet. Und dort. Ah! Lorsan Tekkas Rückkehr. Das ist auch quasi ein Zusatzlevel, was wir noch freigespielt haben. Da oben muss ich hin. So, dann starten wir auch die Mission. Du hast bestimmt meinen preisgekrönten Bloggen gesehen. Er hat die Größe und das Aussehen eines Bloggens. Oh, und er ist golden. Das ist es. Er ist goldfarben. Ich hätte so einen Hufmelker hat ihn geblocknet, weil er meint, mein Schatz sei aus Gold. Oh, bring mir meinen Bloggen-Schatz zurück. Ohne ihn bin ich verloren. Kleiner Bloggen, du hast ihn gefunden und ihn zurückgebracht, was mich am meisten überrascht. Deine Güte und Ehrlichkeit verdienen eine Belohnung. Die erste allgemeine Mission haben wir hier abgeschlossen, inklusive dann eines weiteren Goldsteins. Ah, dafür brauche ich so einen King Kong quasi. Weil da oben ist tatsächlich ein Goldstein. Das heißt, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da schon so einen King Kong habe.
Jo. Nehmen wir mal wieder Finn jetzt. Und den nächsten Goldstein. Schon unser zweiter jetzt in kürzester Zeit. Und da können wir noch einen kaufen. Dann tun wir das doch direkt. Ein Handlanger vom Unka. Wieder auf die Karte gucken. Damit ist dieser Sektor hier auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir nach unten. Genau, das war Lord Santekas Rückkehr. Hier müssen wir jetzt hin. Da weiß ich auch noch nicht, was es ist. Ah, okay. Dafür muss ich tatsächlich jetzt erst einmal einen imperialen Sturmtrupper haben. Saboteure des Widerstands haben viele unserer Langstreckenkommunikationsrelais und deren Energiequellen zerstört. Du musst sie reparieren und dafür sorgen, dass wir ordentlich mit Energie versorgt werden. Sonst sitzen wir im Dunkeln, besonders nachts. Ah, okay. Drei Stück gibt's. Nein, der zeigt mir da nichts an. Dahin ist eins der Teile. Unseren beliebten BB-8 brauchen wir wieder. Ah, da oben sind die nächsten. Ah, da. Da komme ich hoch. So.
So. So, wieder BB-8. Einer fehlt noch. Da bin ich zu nah rangekommen. So. Da. Wurde wiederhergestellt. Gerade rechtzeitig. Ich hätte fast das Holo-Schachspiel aufgegeben, das ich mit einem der Mobs gespielt habe. Ich kann dir keine Medaille geben, aber dafür das hier. Der dritte goldene Stein. Dann gehen wir jetzt weiter zu ihm hier. Den können wir kaufen. Den Moon Ta. Tough. Nicht teuer, passt. So. Dann geht's noch weiter einmal hier. Da haben wir noch einen goldenen Stein. Schon 55 goldene Steine jetzt. So. So. Wieder auf die Karte gucken, das nächste Ziel selektieren. Das ist jetzt hier erstmal unsere nächste Figur. Okay. GNK 143. Wieder auf die Karte, nächstes Ziel selektieren, das ist ein Carbonitstein hier. Thank you.
machen weiter. So. Jetzt brauchen wir mal unseren Han Solo. So, jetzt kann ich mal gucken, ob ich die Vesma schon frei habe, dass ich die kaufen kann. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Okay. Das heißt, hier komme ich tatsächlich noch nicht ran. Aber hier gibt es noch das Rennen. So, gut, bevor wir jetzt weitergehen, erstmal den Finn. Der kann uns nämlich jetzt diesen Carbonitstein holen. Und den nächsten goldenen Stein. Wieso hat er jetzt okay? Er hatte immer noch die Gasmaske auf und konnte deswegen nicht so schnell laufen. Aber jetzt unser alter Mann, Han Solo. Okay, ja.
Jetzt kennen wir den korrekten Weg und können loslegen. Der nächste goldene Stein und das Rennen beendet. Gut. Ja, wie gesagt, dafür brauche ich hinter diesen einen stärkeren Trooper, um an dieses letzte Carbonit-Teil da oben ranzukommen. Deswegen ist das schon etwas schwieriger. Zu diesem Punkt hier laufen wir aber noch einmal. Oder schon einmal. Da ist nämlich dann auch nur eine Figur, die ich dann erstmal freischalten kann. Und ich glaube, so viele Stats habe ich momentan, um dies zu können. Da ist er. Hugens. Jetzt kann ich dann hinter den oberen Teil gehen, wo es viel zu erledigen gibt. Warte mal, kann ich da noch was rausziehen vielleicht? Da unten gibt es auf jeden Fall sehr viele Figuren. Das heißt, ich kann dann erstmal hier lang gehen. Dafür brauche ich auch jemand, der imperial ist. Einfach weitergehen. Ach. Du gehörst doch nicht zum Widerstand. Ich habe mich total vertan, das ist der Widerstand. Kein imperialen Fregel. Hoffentlich hast du das Fliegen nicht verlernt. Dieses Kampfgeschwader der ersten Ordnung macht unsere Patrouille fast unmöglich. Würde das verschwinden, wäre es viel einfacher, Jakus Sicherheit aufrechtzuerhalten. Also, wie wär's mit ein bisschen Fliegen? T-Jäger muss ich jetzt abschießen. Ja, das waren jetzt schon mal einige. So, noch ein, gut.
Gut, diese Mission ist dann, glaube ich, jetzt auch abgeschlossen. Jo. Diese Mission ist abgeschlossen vom Widerstand. Das dürfte dann wieder einen goldenen Stein geben. Inklusive Missionsabschluss. Wie ich schon gesagt habe, Missionsabschluss und Goldstein. Und diese drei hier vorne kann ich auch noch erledigen. Das heißt, noch einen Goldstein gibt es hier zu holen. Ah ja. Da haben wir da auch schon, das ist Goldstein Nummer 59. Und eine Figur. Das ist Tarjisch Juden. Auch für 50.000. So. Und dann haben wir noch einen Carbonitstein. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Da kann ich mal gucken, ob ich da mit der Macht rankomme. Natürlich unser guter Lord Vader beherrscht. Oder... Ja, da brauche ich auch wieder unsere... Unsere gute Festma, ja, sonst komme ich da oben nicht dran, weil da nämlich die Leiter ist, wo die anderen Teile dranhängen. Gut, dann haben wir wieder, jetzt kann ich auch noch über 300.000 wieder kommen. Oh, naja, oben bleiben. So, habe ich wieder über 300.000 und schließe damit hier diesen Part ab. Als nächstes widme ich mich hier um diesen kleinen Ort erstmal. Und dann schaue ich auch mal, ob ich dann noch bis hier komme und dann diesen nächsten Part abschließe. Aber wie gesagt, das war jetzt dieser Part. Es gibt hier nicht mehr allzu viel zu holen auf Jakku. Aber das sieht natürlich schon ganz gut aus. Jetzt können wir auch nochmal hier gucken, wie viel ich da jetzt schon auf Jakku freigespielt habe. Ich sehe nämlich unten dann quasi 7 Carbonitsteine, 28 von 54 Goldstein, 5 von 12 allgemeinen Missionen abgeschlossen, 3 von 6 Rennen, 2 von 3 Erste Ordnung, 1 von 2 Widerstandsmissionen. Dann habe ich die lilane Mission, das Kopfgeldjäger-Mission meine ich, 2 von 4 Schrottler-Sammler-Missionen und 1 von 2 Druiden-Missionen sind bereits abgeschlossen. Oben rechts seht ihr den Spielfortschritt, das ist insgesamt 34,5%. Wie gesagt, wenn ich ein paar andere Figuren noch habe, wie zum Beispiel die Phasma oder Luke Skywalker dann, oder auch halt dieser Flammentrooper, das ist noch eine gute Idee. Bevor ich diesen Part abschließe, werde ich noch einmal ein bisschen Geld ausgeben. Ich kann nämlich den Flammentruppler ganz gut gebrauchen. Warum, das werde ich euch aber im nächsten Part zeigen. Ich werde jetzt nochmal gucken, wie das so funktioniert da. So. Ah ja, okay. Alles klar. Weil im Falcon gibt es nämlich auch noch eine Kleinigkeit, was ich halt noch machen muss. Wo ich nämlich immer eingefroren bin. Oder worden bin bis jetzt. Also, das seht ihr bei mir im nächsten Part.